Mittelerde. Diese Karte ist uns sehr bekannt aus dem Hobbit und dem Herrn der Ringe. Doch die Welt hat nicht immer so ausgesehen. Wie es zu diesem Landschaftsbild kam und wie die Welt nördlich, östlich, südlich und westlich von dieser Karte aussieht, das erkläre ich in diesem Video. Begonnen hat alles im Dunkeln, nämlich nach der Ainulindale, also jener Zeit, in welcher die Ainur, darunter die Valar und Maiar, also sozusagen die Götter Mittelerdes, geschaffen wurden. Da sprach Ilúvatar, der oberste aller Götter, die Worte Eher es sei. Und damit wurde eine scheibenförmige Welt geschaffen, auf der nichts existierte. Es war nun die Aufgabe der Valar, die Welt zu gestalten. Das Ergebnis daraus war eher dürftig und langweilig. Viel gerades Land, ein großer See und in der Mitte die Insel Almaren, auf der die Valar und Maiar wohnten und im Norden ein Gebirge, außen herum ein alles umgebendes Meer. Um nicht nur im Sternenlicht zu leben, wurden von den Valar zwei Leuchten erschaffen. Beide wurden auf gewaltige Pfeiler gestellt, höher als alle Berge, die jemals geschaffen wurden. Iluin im Norden, Ormal im Süden. Der dunkle Herrscher Melkor, einer der Valar, kam nun auf die Welt und grub im Norden seine Festung Utumno, die weit in die Tiefe ragte. Von dort aus ging er zu den Leuchten und brachte sie, während die Valar auf ihrer Insel feierten, zum Einsturz und die Welt sah danach folgendermaßen aus. Die Leuchten hatten zwei Krater hinterlassen, die zu den zwei Binnenmeeren wurden. Im Osten und Westen grenzten sich zwei Landmassen ab. In der Mitte war Endor, oder auch Mittelerde. Auf den westlichen Kontinent Aman zogen sich die Valar zurück und schütteten dort das Gebirge der Pelori auf, um sich zu schützen. Als neue Lichtquelle verwendeten sie die beiden Bäume Telperion und Laurelin. Mit dem Erblühen dieser begann auch ein neues Zeitalter, das erste Zeitalter in den Jahren der Bäume. Dort passierte die wohl größte Umwandlung, denn als die Elben erwachten, beschlossen die Valar, Melkors Festung zu zerstören. Dieser Krieg, der da entstand, wurde Krieg der Mächte genannt. Da Utumno so tief verankert war, wurde das Landschaftsbild grundlegend verändert. Hier erkennen wir schon uns bekannte Gebiete wie das Nebelgebirge, den Grünwald, aber auch ganz klein den Erebor. Aber wichtig sind in diesem Zeitalter vor allem die Länder von Beleriand. Um die Elben besser zu schützen, holten die Valar diese nach Aman, jedoch nur jene, die das auch wollten. Die Elben entwickelten sich dort extrem weiter, was ihr Wissen und ihr Können anbelangt. Dort wurden auch die Silmaril mit dem Licht der Bäume geschaffen. Während eines Erntedankfests zerstörte Melkor wegen seinem Groll auf die Valar mit Hilfe der Spinne Ungoliant die beiden Bäume und stahl die Silmaril. Er, nun auch bekannt unter dem Namen Morgoth, ging nach Mittelerde und schüttete bei seiner Festung die Fangorodrim auf. Ein Stamm der Elben, jener der Noldor, ging nun über Land und Wasser, um diese zurückzuholen. Als neue Lichtquelle nutzten die Valar die Überbleibsel der beiden Bäume und schickten sie in den Himmel. So begannen die Zeitalter der Sonne. In Beleriand, einem Teil von Mittelerde, fanden wegen den Silmaril nun die sechs großen Kriege statt, bei welchen Ende die Fangorodrim zerstört und ganz Beleriand versenkt wurde. Mit diesem Land verschwand auch die Landbrücke nach Aman. Ein Orientierungspunkt zwischen dem Mittelerde, das wir von den Karten kennen, und jenem aus dem ersten Zeitalter sind die Eredluin, auch bekannt als die Blauen Berge, und die Insel Himling, die vorher der Berg Himring war. Morgoth wurde dabei in die äußere Leere verbannt. Da auch Menschen mitgeholfen haben bei diesem Krieg, bekamen sie ihre eigene Insel. Der Name dieser Insel war Numenor. Damit begann das zweite Zeitalter der Sonne. Der Ablauf der Welt wird nun einigen immer bekannter vorkommen. Sauron, der oberste Diener Melkors, bekam in Mittelerde Ansehen und Macht und schmiedete die Ringe und begann, Kriege zu führen. Er wurde von den Numenorern gefangen und begann dort dem König zuzuflüstern. Ein großer Teil der Numenorer wollte nun auch die Unsterblichkeit, die die Elben haben, und wollten daher in Aman landen.
Jedoch versenkte Ilúvatar die Flotten und auch Númenor. Valinor wurde der Welt entrückt und die Welt selbst wurde zur Kugel gemacht. Mit der Insel ging auch Sauron unter, dessen Geist nach Mittelerde zurückkam. Wenige der Númenorer waren nicht beim Angriff dabei und überlebten, da sie nach Mittelerde segelten. Darunter auch Elendil und Isildur, welche Arnor und Gondor gründeten. Den Rest der Geschichte kennen wir. Sauron, der wieder Gestalt angenommen hatte, griff von Mordor aus die gesamte Welt an und der Ring wurde ihm bei der Schlacht des letzten Bündnisses abgeschnitten, worauf das dritte Zeitalter begann. Jedoch passieren jetzt keine großartigen geografischen Veränderungen mehr. Und so kommen wir zu unserer Mittelerde-Karte, so wie sie die Geschichte gezeichnet hat und doch nur ein kleiner Ausschnitt der gewaltigen Welt Tolkiens. Die hier verwendeten Karten sind jene von Karen Wynne Fonstad. Ich kann das Buch nur jedem herzlichst empfehlen. Den geschichtlichen Hintergrund habe ich aus dem Silmarillion. Hier noch eine kurze Animation mit den Karten von Christian Haas. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Über Anmerkungen und Kritik würde ich mich in den Kommentaren sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Auf Wiedersehen.